Bist du unter 18 Jahre und möchtest dich trotzdem selbstständig machen? Das ist durchaus möglich. Und wie das genau funktioniert und was du beachten solltest, das erkläre ich dir in diesem Video. Wenn du noch nicht volljährig bist, dann bist du beschränkt geschäftsfähig. Das bedeutet aber nicht, dass du dich nicht selbstständig machen kannst. Auch ich habe mich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, ich habe mich jetzt schon ein paar Mal selbstständig gemacht, aber das erste Mal war mit 17 Jahren. Das heißt, kurz vor meinem 18. Geburtstag habe ich mich tatsächlich selbstständig gemacht. Ich möchte an dieser Stelle aber auch ehrlich mit dir sein. Wenn ich noch einmal in dieser Situation wäre, würde ich das Ganze wahrscheinlich heute anders machen. Denn es gibt viele Möglichkeiten, durchaus Berufserfahrungen zu sammeln und in gewisser Weise auch schon sein eigenes Business, seine eigene Selbstständigkeit zu starten, ohne gleich ein Gewerbe anzumelden. Denn es gibt durchaus einige Dinge, die man tun kann, bevor man ein Gewerbe anmelden muss. Und wenn du gerade 17 bist und es gar nicht mehr so lange dauert, bis du deinen 18. Geburtstag feiern darfst, dann ergibt es unter Umständen Sinn, sich ein paar Wochen oder Monate erstmal auf andere Dinge zu konzentrieren, bevor man sich um die Gewerbeanmeldung kümmert. Was meine ich mit anderen Dingen? Du kannst ja durchaus schon anfangen, an einer Webseite zu programmieren oder aber Reichweite auf Social Media aufzubauen, dir Gedanken über deine Prozesse zu machen oder einen gewissen Entwicklungsprozess für dein Produkt anzustoßen. Das heißt, sobald du noch nicht aktiv quasi den Markt betrittst mit deinem Angebot, musst du auch noch kein Gewerbe anmelden. Für ganz viele Leute ist es so eine Selbstverständlichkeit, dass man als erstes ein Gewerbe anmeldet. Und in ganz vielen Situationen würde ich das persönlich auch raten, weil wenn du ein Gewerbe angemeldet hast, dann musst du zwar noch keine Umsätze oder Gewinne machen, aber du kannst die Kosten schon steuerlich geltend machen. Aber wenn du noch minderjährig bist, dann ist das Ganze halt ein bisschen komplizierter und du solltest dir Gedanken machen, ob es den zusätzlichen Aufwand wert ist. Aber ich möchte dich auch absolut nicht davon abhalten. Ich halte Selbstständigkeit für eine wahnsinnig gute Idee, auch wenn man jung ist. Und neben der Schule oder der Universität hat man durchaus auch Zeit, an einer eigenen Selbstständigkeit zu arbeiten. Doch wie macht man das eigentlich, dass man als Minderjährige eine Selbstständigkeit und ein Gewerbe startet? Es gibt so zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist relativ einfach in der Gründung und zwar werden deine Eltern für dich selbstständig. Das heißt, du bist selbst auf Papier gar nicht selbstständig, sondern deine Eltern sind selbstständig. Ich persönlich habe zum Beispiel mit 17 Jahren Ferienwohnungen vermietet. Heutzutage kennt man das durchaus als Geschäftsmodell, dass man auf Airbnb Wohnungen vermietet, die man woanders günstiger gemietet hat oder die man irgendwie anders besitzt. Das Ganze war früher, als ich 17 war, deutlich schwieriger, weil es halt noch kein Airbnb gab. Aber tatsächlich war ich auf dem Papier gar nicht selbstständig, sondern mein Papa war für mich selbstständig. Das heißt, mein Papa hat einfach alle Verträge unterschrieben, der war der Anbieter für die Kunden, der war auch derjenige, der für die Immobilienbesitzer der Ansprechpartner war und so weiter. Das heißt, eigentlich war mein Papa selbstständig, aber ich hatte mit ihm einfach den Deal, dass ich mich um alles kümmere. Ich bin verantwortlich für alles, was da passiert, auch für Steuern, auch fürs Reinigen und so weiter. Und dann hat mein Papa mir das einfach ermöglicht, weil er einfach alles unterschrieben hat. Diese Lösung ist also keine richtige Selbstständigkeit, weil eigentlich deine Eltern einfach selbstständig sind und dir alles ermöglichen. Aber du kannst als Minderjähriger tatsächlich auch selbst selbstständig werden. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ich habe am Anfang des Videos gesagt, dass du als Minderjähriger beschränkt geschäftsfähig bist. Aber tatsächlich gibt es eine Möglichkeit, dass du für deine Selbstständigkeit nicht mehr beschränkt geschäftsfähig bist, sondern dass du wirklich richtig gesetzlich erwachsen bist, also voll geschäftsfähig bist. Und das Ganze hat zwei Voraussetzungen. Erstens brauchst du die Genehmigung von deinen Eltern und zweitens brauchst du auch eine Genehmigung vom Vormundschaftsgericht. Das ist ein Gericht, das ist ganz häufig im Amtsgericht. Und dieses Gericht muss neben deinen Eltern dir erlauben, dass du deine Selbstständigkeit ausführen darfst. Normalerweise läuft das so, dass du einen schriftlichen Antrag stellst mit der schriftlichen Genehmigung deiner Eltern, dass sie damit einverstanden sind und dann hast du einen Termin beim Vormundschaftsgericht. Und dann prüft der Sachbearbeiter in diesem Vormundschaftsgericht quasi ja, dich und dein Geschäftsmodell. Das heißt, dir werden da ein paar Fragen gestellt, einfach um sicherzustellen, dass du dir wirklich bewusst bist, was du da tust. Denn wenn du selbstständig bist als Minderjähriger, dann haftest du auch vollständig. Das heißt, volle Geschäftsfähigkeit gibt dir nicht nur eine ganze Reihe an Möglichkeiten, sondern halt auch eine ganze Reihe an Verpflichtungen. Und natürlich musst du dich dann auch an alle Verpflichtungen halten. Und wenn dieses Gespräch positiv verläuft, dann stellt das Vormundschaftsgericht einen sogenannten Antrag auf vormundschaftsgerichtliche Genehmigung zum Betrieb eines Erwerbsgeschäfts. Und dann bekommst du nach ein paar Wochen oder Monaten, je nachdem wie schnell das Amt arbeitet, einen Brief mit der Genehmigung, dass du quasi
für dieses Erwerbsgeschäft voll geschäftsfähig bist. Und mit dieser Bescheinigung kannst du dann tatsächlich ganz normal deine Selbstständigkeit starten. Das heißt, dann kannst du mit dieser Genehmigung tatsächlich so agieren wie ein Volljähriger und kannst ein ganz normales Gewerbe anmelden, eine Steuernummer beantragen und so weiter. Wie die ganz normalen Schritte sind, um sich selbstständig zu machen, dazu habe ich schon mal ein vertiefendes, separates Video aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Das sind so die Schritte, die du gehen solltest, wenn du dich selbstständig machst. Und da gibt es am Ende auch keine Unterschiede zwischen volljährigen Gründungen oder minderjährigen Gründungen. Einen wichtigen Hinweis gibt es noch zum Thema Rechtsformen. Ich rede jetzt hier vor allem über Einzelunternehmen. Das heißt, du willst entweder freiberuflich oder gewerblich tätig werden. Wenn du eine GmbH gründen möchtest, dann gibt es leider eine Einschränkung, denn du kannst als Minderjähriger nicht Geschäftsführer einer GmbH werden. Auch nicht mit einer Sondergenehmigung und so weiter. Du kannst immer Inhaber einer GmbH sein, aber Geschäftsführer muss tatsächlich immer eine volljährige Person sein. Deswegen solltest du dir wirklich überlegen, ob du eine GmbH gründest oder ob du dann nicht lieber wartest, bis du 18 bist. Aber vielleicht findest du auch zum Beispiel deine Eltern, die gerne als Geschäftsführer reingehen und dann kannst du natürlich auch eine GmbH gründen. Aber bevor du jetzt sofort loslegst und einen Brief ans Vormundschaftsgericht schreibst, gibt es noch zwei Dinge, die du beachten solltest. Einmal eine gute Nachricht, du hast trotzdem tatsächlich den Anspruch auf Kindergeld. Wenn du minderjährig bist, noch hauptberuflich zur Schule gehst oder studierst, dann hast du einen Anspruch auf Kindergeld. Das heißt, das Kindergeld wird weiter bezahlt. Anders kann es tatsächlich bei der Familienversicherung sein. Bei der Familienversicherung geht es immer darum, was du hauptberuflich machst. Das heißt, wenn du zur Schule gehst, dann ist dein Hauptberuf tatsächlich Schüler. Das ist aber in deiner Gründung besonders wichtig, denn dann gründest du immer nebenberuflich. Das heißt, du hast noch keinen richtigen Beruf. Es ist allerdings wichtig, dass du bei der Gewerbeanmeldung und natürlich auch in dem Gespräch mit dem Vormundschaftsgericht ganz klar herausarbeitest, dass es eine nebenberufliche Gründung ist. Sonst fällst du aus der Familienversicherung und musst dich selbst krankenversichern. Übrigens sind die meisten Krankenversicherungen auch durchaus kooperativ und die kannst du ohne Probleme einfach anfragen, ohne irgendwas kaputt zu machen oder Schaden anzurichten. Deswegen würde ich dir grundsätzlich empfehlen, dass du dein ganzes Vorhaben auch einmal deiner Krankenversicherung schilderst, damit die Krankenversicherung dir dann sagen kann, unter welchen Umständen du noch in der Familienversicherung bleiben kannst. Außer aber du entscheidest dich bewusst dafür, dich selbst bei der Krankenversicherung zu versichern. Das kannst du natürlich auch machen. Du musst ja nicht in der Familienversicherung bleiben. Du kannst natürlich auch dich bewusst dafür entscheiden, ja selbst die Krankenversicherungsbeiträge für dich zu bezahlen. Das ist aber ein wichtiger Punkt, den du vor der Gründung beachten solltest, bevor du irgendwo das Kreuz an der falschen Stelle machst. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir den ersten guten Überblick geben. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar. Und wenn du den ganzen Prozess schon hinter dir hattest und vielleicht auch schon das Gespräch mit dem Vormundschaftsgericht hattest, dann schildere uns doch gerne mal in den Kommentaren, wie es gelaufen ist. Welche Fragen wurden dir gestellt? Was waren vielleicht die schwierigen Punkte und was war absolut einfach? Ich glaube, mit deinen Erfahrungen kannst du vielen anderen jungen Gründern weiterhelfen. Und wenn du dich ganz klar für deine Selbstständigkeit entschieden hast, du aber für den ganzen Bürokratieaufwand, also Buchhaltung, Steuern und so weiter, gerne einen Steuerberater an deiner Seite hättest, dann können wir dir unter Umständen weiterhelfen. Meine Empfehlungen für professionelle Dienstleister findest du einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt und ich verlinke sie dir auch einmal hier oder du schaust dir die weiteren Videos auf diesem Kanal an, denn über Steuern kann man nicht genug wissen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.